Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Read Skyrim und wir sind da gerade beim dritten Band der Biografie der Königin Berencia bei Bellator in seinem Laden in Weißlauf. Der zweite Band dieser Reihe erzählte, wie Berencia in der neu gebauten Kaiserstadt von Kaiser Tiber Septim und seiner Familie freundlich aufgenommen und während ihres fast einjährigen Aufenthalts wie eine lang verloren geglaubte Tochter behandelt wurde. Nach einigen glücklichen Monaten, in denen sie ihre Aufgaben als Vasallenkönigin unter der Herrschaft des Kaiserreichs kennenlernte, eskortierte der kaiserliche General Symmachus sie nach Gramfeste, wo sie unter seiner weisen Führung ihre Pflichten als Königin ihres Volkes aufnahm. Sie verliebten sich schließlich ineinander und ihre Hochzeit und Krönung fand mit einer großartigen Zeremonie statt, die der Kaiser persönlich durchführte. Nach einigen hunderten Ehejahren wurde dem Königspaar ein Sohn namens Elset geboren, zu großen Feiern und freudigen Dankgebeten. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt nicht offiziell bekannt war, wurde kurz vor diesem gesegneten Ereignis der Stab des Chaos aus seinem Versteck tief unten in den Minen von Gramfeste von einem geschickten, geheimnisvollen Baden gestohlen, der nur als Nachtigall bekannt war. 8 Jahre nach Helsets Geburt gebar Berencia eine Tochter, die nach Symmachus Mutter Morgia genannt wurde. Die Freude des Königspaares schien unermesslich. Leider verschlechterten sich kurz darauf die Beziehungen zum Kaiserreich auf sonderbare Weise, was zu großer Unruhe in der Bevölkerung von Gramfeste führte. Nach fruchtlosen Nachforschungen und Versöhnungsversuchen reiste Berencia mit ihren kleinen Kindern persönlich in die Kaiserstadt, um das Gespräch mit Kaiser Uriel Septim dem Siebten zu suchen. Symmachus blieb in Gramfeste, um sich um die gereizten Bauern und den verärgerten Adel zu kümmern und alles in seiner Macht Stehende zu tun, um einen drohenden Aufstand abzuwehren. Während ihrer Audienz beim Kaiser erkannte Berencia, dank ihrer magischen Fähigkeiten mit Schrecken und Bestürzung, dass der vermeintliche Kaiser ein Betrüger und niemand anders als der Barde Nachtigall war, der den Stab des Chaos gestohlen hatte. Mit großer Selbstbeherrschung konnte sie diese Erkenntnis vor ihm verbergen. An diesem Abend kam die Nachricht, dass Symmachus im Kampf gegen die aufständischen Bauern von Gramfeste gefallen war und das Königreich von den Rebellen übernommen wurde. Nun wusste Berencia nicht, wo und bei wem sie Hilfe suchen sollte. In dieser schicksalshaften Nacht achteten die Götter offensichtlich auf sie, quasi als Wiedergutmachung ihres Verlustes. König Eard Vire von Hochfels, ein alter Freund von Uriel Septim und Symmachus, kam, um ihr beizustehen. Er tröstete sie, sicherte ihr seine Freundschaft zu und bestätigte außerdem ihren Verdacht, dass der Kaiser nicht der war, der er vorgab zu sein. Es handelte sich bei ihm um niemand anderen als Yagatan, den kaiserlich Kampfmagier, zu dessen vielen Identitäten auch die von Nachtigall gehörte. Tan hatte sich vermeintlich in die Abgeschiedenheit zurückgezogen und seinen Posten mit seiner Gehilfin Ria Silmane besetzt. Die glücklose Gehilfin kam später unter mysteriösen Umständen zu Tode. Ein Komplott, in das sie scheinbar verwickelt war, wurde noch rechtzeitig aufgedeckt und sie wurde kurzerhand hingerichtet. Ihr Geist war jedoch Eard Vire im Traum erschienen und hatte ihm eröffnet, dass der wahre Kaiser von Tarn entführt worden war und in einer anderen Dimension gefangen gehalten wurde. Tarn hatte sie mit dem Stab des Chaos getötet,
als sie versucht hatte, den Ältestenrat von seinem ruchlosen Verrat zu warnen. Gemeinsam schmiedeten Edwir und Barentia einen Plan, um das Vertrauen des falschen Kaisers zu gewinnen. Inzwischen wurde ein Freund von Rhea, der nur als der Champion bekannt war und große, aber damals noch ungeahnte Fähigkeiten besaß, in den kaiserlichen Verliesen eingekerkert. Sie hatte jedoch Zugang zu seinen Träumen und bat ihn, so lange auszuharren, bis sie eine Fluchtmöglichkeit für ihn gefunden habe. Dann könnte er mit der Demaskierung des Betrügers beginnen. Währenddessen ließ Barentia dem falschen Kaiser gegenüber ihren Charme spielen und gewann schließlich seine Freundschaft. Als sie in seinem geheimen Tagebuch las, erfuhr sie, dass er den Stab des Chaos in 8 Teile zerbrochen und diese in weit entfernten Teilen Damiels versteckt hatte. Sie konnte einen Nachschlüssel für die Zelle von Rias Freund beschaffen und bestach einen Wächter, ihn wie zufällig dort liegen zu lassen. Ihr Champion, dessen Name selbst Barentia und Edwir unbekannt war, konnte durch eine Tür fliehen, die Rhea in einem verlassenen Teil der kaiserlichen Verliese mit ihren schwindenden Kräften geöffnet hatte. Der Champion war endlich frei und machte sich fast sofort an die Arbeit. Barentia brauchte mehrere Monate, um die Verstecke aller 8 Teile des Stabes herauszufinden, indem sie Gespräche belauschte und hin und wieder heimliche Blicke in Tarns Tagebuch warf. Sobald sie die wichtigen Informationen hatte, die unverzüglich an Rhea und von diesen wiederum an den Champion weitergegeben wurden, verlor sie und Edward keine Zeit. Sie flohen nach Wegesruh in das Königreich seiner Vorfahren in der Provinz Hochfels, wo sie die vereinzelten Versuche von Tarns Spießgesellen abwehren konnten, sie in die Kaiserstadt zurückzubringen oder wenigstens Rache zu nehmen. Tarn, was auch immer über ihn gesagt werden konnte, ließ sich von niemandem zum Narren halten, außer vielleicht von Barentia, und er konzentrierte den größten Teil seiner Anstrengungen darauf, den Champion zu finden und zu töten. Und wie alle heute wissen, schaffte es der mutige, unermüdliche und für immer namenlose Champion, die 8 Teile des Stabes des Chaos zu vereinen. Mit ihm vernichtete er Tarn und befreite den wahren Kaiser Uriel Septim den Siebten. Nach dem, was als Wiederherstellung bekannt wurde, hielt man in der Kaiserstadt eine große Staatstrauer für Symmachus ab, den Mann, der so lange und treu der Septim-Dynastie gedient hatte. Barentia und der gute König Edwir hatten während ihrer Aufgaben und Abenteuer tiefe Gefühle füreinander entwickelt und heirateten noch im gleichen Jahr, kurz nach ihrer Flucht aus der Kaiserstadt. Ihre beiden Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Symmachus blieben bei ihnen und ein Vertreter wurde bestimmt, in ihrer Abwesenheit Gramfeste zu regieren. Bis zur heutigen Zeit lebt Königin Barentia in Wegesruh zusammen mit Prinz Helset und Prinzessin Morgia. Sie hat vor, nach Edwirs Tod nach Gramfeste zurückzukehren. Da er bei ihrer Hochzeit bereits älter war, weiß sie, dass dieser Zeitpunkt nach elfischen Maßstäben leider nicht weit entfernt ist. Bis dahin teilt sie die Führung des Königreichs von Wegesruh mit ihrem Gatten und scheint mit ihrem nunmehr ruhigen und weniger aufregenden Leben glücklich und zufrieden zu sein. Okay Leute, das war der dritte Band. Und bin ja jetzt wirklich gespannt, was da dann im vierten stehen wird. Das war wieder euer Toso für Let's Read Skyrim. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.